Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Grüß Gott. Ich komme ja aus Schwaben. Wir haben ja jetzt 10 Minuten, dann kann ich Sie auch begrüßen, weil sonst hätte ich Sie gar nicht begrüßen können, um in 4 Minuten oder 5 Minuten das zu sagen. Meine Damen und Herren, die Frage ist, warum gibt es denn eigentlich die Alternative für Deutschland? Klingt ein bisschen banal. Gegründet wurde sie, ein Hauptthema war Währungsunion, Währungsexperiment, missglücktes Währungsexperiment und dann die Euro-Rettungsschirme, sichert das auch. Ein Kollege von mir im ersten Bundesvorstand und ich, wir haben dann ein Grundsatzpapier entwickelt, grundsätzliche Fragestellungen in den politischen Feldern, die wurden dann im ersten Bundesvorstand von Herrn Lucke doch ziemlich stark negiert. Daraus resultierten dann auch starke Differenzen, die dann auch bis in den Landesvorstand hineingewirkt haben, in dem ich dann ja dann hineingewählt wurde. Meine Damen und Herren, wir sehen doch die Verwüstungen in diesem Land, in allen Teilen des politischen Lebens. Wir sehen sie doch. Und wir sehen die EU. Wir sehen, dass in der EU-Konzeption in einer gewissen Weise eine Entnationalisierung der Staatsvölker geplant ist. Wir sehen eine Problematik mit den nationalen Identitäten, die verschwinden soll. Welche EU wollen wir denn eigentlich haben? Ohne Souveränität oder mit weniger Souveränität für das Staatsvölker, ohne demokratische Legitimation, wenn das Recht permanent gebrochen wird. In jeder Dimension wird das Recht permanent gebrochen. Das ist die EU-Problematik, ganz klar. Aber wir haben natürlich auch dann vorgeschlagen und dargestellt, und das sind ja auch die Probleme, Leitkultur. Ist das überhaupt ein Debattengegenstand? Demografie, das ist natürlich auch ein Debattengegenstand. Energiepolitik, Sicherheits- und Außenpolitik. Meine Damen und Herren, die Frage, die ich anfangs gestellt habe, ein bisschen banal klang, warum gibt es denn die Alternative für Deutschland? Die Aufgabe der Alternative für Deutschland sind tiefergehende. Und es steht ja schon im Namen, für Deutschland. Die Alternative steht doch schon im Namen. Die Alternative für Deutschland muss deutsche Interessen in allen Bereichen des politischen Lebens, in allen Bereichen, politischen Bereichen formulieren. Und das ist die wichtigste Aufgabe der Alternative für Deutschland. Nicht kleine Schräubchen im politischen Getriebe sozusagen einzujustieren, sondern grundsätzliche Fragen stellen, grundsätzliche Aufgaben wahrzunehmen, nämlich die Verteidigung des eigenen, Bewahrung der nationalen Identität. Denn die ist in Gefahr, meine Damen und Herren. Und die Menschenrechtscharta der Vereinten Nationen begründet das ja auch, dass jedes Staatsvolk diese Autorität hat. Die Kulturanthropologie sagt Gemeinschaft, Raum und Tradition. Das ist der Begriff der Nation. Und wir als Alternative für Deutschland müssen einfach darauf drängen, weil es die deutsche Politik nicht macht seit 60, 70 Jahren, nämlich deutsche Interessen ganz allgemein zu formulieren und vor allen Dingen auch die Interessen der werteschaffenden Milieus in der deutschen Gesellschaft zu definieren. Die Verwüstungen durch die Politik gehen überwiegend zulasten dieser werteschaffenden Milieus. Meine Damen und Herren, vielleicht mal in einer kleinen Parole ausgedrückt, Schwarz-Rot-Gold sind die Farben unseres Landes und Schwarz-Rot-Gold-Grün sind die Farben derer, die es ruinieren werden. Meine Damen und Herren, die Linken, die Kollektiv sind unsere Gegner. Wir müssen die als Adressaten unserer politischen Agitation sehen. Wir haben 70 Jahre Dekonstruktion der nationalen und auch des kulturellen Erbes und unserer Identität. Sie wollen, die Linken, die Kollektivisten, die Linksideologen wollen die Schaffung einer neuen Gesellschaft. Und da sind Sie schon recht weit vorangeschritten. Ich nehme an, Sie erleben das auch täglich, wenn Sie in die Nachrichten schauen, wenn Sie die Medien schauen. Wir haben nach dem Krieg jetzt seit 70 Jahren zuerst die Re-Education gehabt, psychologische Kriegsführung. Damit fing das an. Nämlich Tradition, Sprache, Kultur sollte zerstört werden der Deutschen. Danach schloss sich an die Frankfurter Schule, Horkheimer, Adorno, nämlich neomarxistische Ideologie, Auslöschung des christlich-abendländischen Grundlage unserer Gesellschaft. Dann hatten wir die 68er, wieder neomarxistische
Ansätze. Dann hatten wir grün-ökologisch alternative Bewegung mit ihrer tantenhaften Ermahnungssprache, mit Toleranz, mit doppelten, mit den Ansätzen des Doppeldenkens, der Neusprechen, des Neusprechens. Sie sagen Toleranz und meinen aber Intoleranz. Sie verengen den Diskurs des politischen Raums. Dann haben wir die multikulturelle Bekehrung. Multikulti ist bunt. Toll. Multikulti ist nicht bunt. Multikulti ist veritable Gegenkultur, ist veritable Islam. Und Islam ist der direkte Gegensatz zu unserer abendländischen Kultur. Der jetzt Zuwandernden sind muslimischen Glaubens. Was glauben Sie, welche Auswirkungen das im Laufe der Zeit haben wird? Das wird zu Auseinandersetzungen führen, was man sich eigentlich nur noch schwer oder nur schwer vorstellen kann. Milton Friedman sagt, und zwar ganz einfach, Nationalökonom, Nobelpreisträger, er sagt, eine Gesellschaft kann als soziale Gesellschaft ein Sozialsystem haben. Eine Gesellschaft kann offene Grenzen haben, aber niemals beides zusammen. Wir können nicht ein Sozialsystem haben und total offene Grenzen haben. Es ging dann weiter mit der Gender-Mainstreaming, Frühsexualisierung der Kinder. Hat alles einen Sinn. Alles im Sinne dieser 70-jährigen linksideologischen Indoktrination. Und das sind unsere Feinde. Die Alternative für Deutschland muss hier Gegenpositionen entwickeln. Formulierung dieser Gegenpositionen. Da bin ich stolz auf die Alternative für Deutschland, dass die Alternative für Deutschland eigentlich die letzte Chance ist, eigentlich das zu erreichen, was Helmut Kohl 1980 schon gesagt hat, wir müssen die geistig-moralische Wende erreichen. Sie hat es aber nicht geschafft, weil die CDU sich lieber aus populistischen Gründen dem linksideologischen Zeitgeist angenähert hat. Wir müssen diese Rolle einnehmen, dass wir nämlich diese geistmoralische Wende innerhalb unserer Gesellschaft darstellen und realisieren. Meine Damen und Herren, die Alternative für Deutschland ist die bürgerliche Avantgarde, die diese bleierne Biedermeierzeit überwinden muss. Und wir müssen die Bastion der öffentlichen Kommunikation, der Öffentlichkeit, diese Bastion müssen wir erobern. Wir müssen den metapolitischen Raum, die Kommunikation im öffentlichen Raum erobern. Wie geht das? Lenin, ein Spezialist im Revolutionären, sagt, ein Umschwung in der Gesellschaft ist dann möglich, wenn die da oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen, meine Damen und Herren. Dass die da oben nicht können, das sehen wir tatsächlich. Wir müssen erreichen, dass die da unten nicht mehr wollen. Und dazu müssen wir den metapolitischen Raum erreichen. Wie machen wir das? Meine Damen und Herren, ich komme aus diesem Bereich unternehmensstrategische Kommunikation, habe ich mein ganzes Berufsleben gemacht. Erstens, wir bestimmen die Themen selbst. Wir lassen es nicht zu, dass andere uns die Diskurshoheit übertragen, dass sie bestimmen, ob unsere Themen die richtigen sind. Wir sprechen über Schächten. Wir sprechen über Beschneidung. Wir sprechen über Islamisierung, wir sprechen über Rentenraub, wir sprechen über Zuwanderung und wir sprechen auch davon, dass die Grünen hinter Transparenten hergelaufen sind, wo drauf steht Deutschland verrecke. Wir setzen die Sprache so ein, wie wir es für richtig halten. Meine Damen und Herren, die Sprache ist die Physiognomie des Geistes. Wir sprechen von Asylsuchenden, Antragstellern. Wir sagen aber nicht, dass jeder Asylantragsteller automatisch ein Flüchtling ist und am liebsten hätten die jetzt, dass wir sagen, das sind alles Vertriebene. Diese Neusprech, diese Doppelsprech, das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen um die Köpfe kämpfen als dritte Forderung. Um die Köpfe kämpfen wir, indem wir den satten Bourgeois zum Citoyen machen. Ist schon Schluss oder? Zum Citoyen machen. Wir müssen ihn zum widerständigen Menschen machen. Wir dürfen nicht der Politik
Correctness erliegen und wir müssen die Provokation lieben. Beispielsweise, wenn wir in eine Talkshow gehen, müssen wir uns vorbereiten und müssen Frau Claudia Roth zum Beispiel damit konfrontieren, dass wir sagen, ob sie immer noch mit einem Transparent Deutschland verrecke hinterherlaufen wird. Dankeschön, meine Damen und Herren. Zwischen, wir müssen zukünftig auch die Partei der kleinen Leute sein, zwischen Arm und Reich und zwischen Groß und Klein, sage ich mal so, wie... das ist die Frage, wie würden Sie den am besten bewerkstelligen? Ja, also, verstanden. Damit ich die Frage richtig verstanden habe, die Frage zieht in die Richtung, ob ich die Alternative für Deutschland auch als eine politische Partei sehe, die sich um die kleineren Milieus, also die kleineren bürgerlichen Schichten kümmert und nicht nur um, sagen wir mal, reichere Schichten. Da muss ich ein bisschen aus meiner Biografie, ich bin katholisch, in sehr vielen karitativen und Organisationen tätig, Kirchengemeinderat, katholisch und so weiter. Ich bin ein absolut glühender Anhänger der sozialen Marktwirtschaft, weil sie nämlich auch der katholischen Soziallehre passiert. Das Tolle der sozialen Marktwirtschaft, das ist das Schlimme, dass wir im Grunde die soziale Marktwirtschaft abgeschafft haben, denn das Tolle der sozialen Marktwirtschaft war, dass alle Kreise, alle Schichten einer Gesellschaft von Produktivitätsfortschritten profitiert haben. Ich sehe das heute nicht mehr so. Eine Minute. Darf ich nicht mehr? Ganz kurz. Ich sehe das nicht mehr so, dass das realisiert wird. Ich sehe, dass heute die großen Konzerne, die Finanzindustrie und der Staat profitiert, aber der einzelne Mensch profitiert heute von dem. Ja, schöne Rede, aber am Ende müssen wir arbeiten im Vorstand. Und man muss auch in die Kreise hinausfahren und diese unterstützen. Dazu gehört übrigens auch, dass man Oberbürgermeisterkandidaten unterstützt. Und ich habe Sie dazu vor zwei Wochen aufgefordert, zum Beispiel die Facebook-Seite unseres Oberbürgermeisterkandidaten in Bochum zu liken. Sie haben das aber abgelehnt, dahingehend aus dem Grund, dass Sie mit einer anderen Person in Bochum nicht so gut können. Ist das Ihre Art von Unterstützung für Oberbürgermeisterkandidaten, für Personen aus den Kreisen? Das ist natürlich nicht meine Art. Wir haben so ein bisschen unsere Debatten mit dem Herrn Demolski aus Bochum. Natürlich unterstütze ich die Kreise und es liegt ja auch, ist ja auch darin schon zu sehen, dass ich gerne in jeden Kreis gehe und meine Veranstaltungen mache in den Kreisen. Und ich halte das auch für eine Vorgehensweise, was wir zukünftig machen sollen. Sollten Sie mich wählen in den Landesvorstand, dann sage ich Ihnen, dass ich mich bereit erkläre und es als dringende Notwendigkeit sehe, Vorträge in den Kreisen, die dann dort veranstaltet werden, weil ich nämlich glaube, dass wir eine politische Grundlage uns entwickeln müssen in der AfD. Weil in der AfD spricht jeder das, was er am liebsten hat. Der eine spricht davon, der andere davon, der andere davon. Wir müssen eine grundsätzliche basispolitische Bildung entwickeln in unserem Kreis, in unseren Mitgliederkreisen, weil nämlich unsere Mitglieder im Grunde unsere einzige Möglichkeit des Sendens an die Umfelder ist, weil ja also momentan die Medien uns noch nicht so wahnsinnig beachten. Und das mit dem Herrn Bochum, natürlich unterstütze ich Bochum absolut. Die Frage war nur seinerzeit, die Debatte mit Dankeschön, dem war ein bisschen daneben. Nächste Frage hier vorne. Ja, Michael Schild aus Unna. Ich habe eine Frage.
Wir haben ja schon erlebt, dass wir völlig heillos zerschrittene Landesvorstände gehabt haben. Herr Prenzell ist gewählt. Wie stellen Sie sicher, wie überzeugen Sie mich und den Rest des Rats davon, dass Sie alles tun werden, gemeinsam mit Herrn Prenzell einen einigen Vorstand zu haben? Einen zerstrittenen können wir uns unter keinen Umständen mehr leisten. Wir haben ja keine Kampfkandidatur gemacht. Müssten wir vielleicht mal an den Herrn Prenzell jetzt rüber schauen, ob wir uns vertragen werden können. Wir werden uns vertragen, weil die Arbeit immer in Unternehmungen oder in einer Partei eben mit verschiedenen Menschen passieren muss. Und das habe ich mein ganzes Berufsleben so realisiert. Vorher die Darstellung, dass der erste Landesvorstand auch zerstritten war, war natürlich eine grundsätzlich andere Geschichte. Dieniger hat sehr stark Lücken-Positionen in diesem Landesvorstand, weil er ja auch mit drin, in dem Landesvorstand mit einbringen wollen. Und ich habe Gegengewichte dargestellt. Und dann wurde irgendwann mal der Vorstand, nachdem wir über Finanzproblematiken zwischen Bund und Land debattiert haben, dann wurde der gesprengt durch Rücktritt von dem Herrn Dieniger. Von mir ist nie nach außen irgendwas Negatives gegangen. Die negativen Dinge standen im Dieniger-Block alle. Ich fand ganz interessant, dass Sie als einer der Ersten darauf hingewiesen haben, dass die Alternative für Deutschland das Wort für auch benutzt. Und Sie haben in Ihrer Rede das eine oder andere Mal auch gesagt, wir sind für etwas. Eines Ihrer liebsten Wortwahl ist dann auch dringende Notwendigkeit. Und dies ist meine Bitte an Sie. Oder wie können Sie es umsetzen? Ich bin der Meinung, dass man im Grunde genommen erst dann was erreichen kann, wenn man für etwas ist und nicht, wenn man immer sagt, ich bin dagegen, ich bin dagegen, ich bin dagegen. Erstens ist da meine Frage, fühlen Sie sich in der Lage zu erreichen, mit Ihrem Partner zusammen Formulierungen auf Parteitagen und in der Öffentlichkeit darzustellen, in denen Sie sagen, wir sind dafür? Denn es impliziert auch, dass Sie weniger angreifbar sind. Und danke. Sind Sie dann... Und sind Sie dann auch in der Lage, dieses Wort mit N, ich will es gar nicht mehr aussprechen, ein für alle Mal zu vermeiden, denn solange wir diese Wörter noch wie Nationalsozialismus, Rechtsstaat, werden wir angreifbar, wir sollten es nie wieder sagen. Nur dann fällt es auch aus unserer Partei raus. Hallo! Jetzt habe ich nicht so ganz die Frage verstanden. Ob Sie es schaffen, diese Wörter zu vermeiden, welche für Wort? Etwas zu meinen Sie national? Genau. Dieses Wort soll ich vermeiden. Nationalsozialismus, rechts, all diese Dinge, die uns immer wieder in diese, Richtung bringen. Also, sehen Sie genau das. Ich würde jetzt mich nicht zwingen lassen, Worte aus meinem Wortschatz zu streichen. National hat für mich überhaupt keine negative Konnotation. Nationalsozialismus, Nationalfaschismus hat natürlich negative Konnotationen. Das war nicht. Aber national hat gar nicht negative. Wenn wir anfangen, das ist das, was ich vorher gesagt habe, wir müssen auch innerhalb der AfD aufhören, mit den Kampfbegriffen unserer politischen Gegner uns einfach mundtot zu machen. Das ist die letzte Frage hier für den Herrn Hessler. Ja, Herr Renner, mich würden auch Ihre landespolitischen Ziele interessieren. Können Sie dazu noch etwas sagen? Ja, also landespolitische Ziele, klar, kann man über landespolitischen Aspekte sprechen. Nur, ich denke, dass bundespolitische Aspekte alle massivste Einflüsse auf das Land Nordrhein-Westfalen haben. Im Grunde können Sie doch fast sagen, alles, was ganz schlecht in der Bundespolitik ist, ist am schlechtesten in Nordrhein-Westfalen von allen Einflüssen. Zuwanderungsproblematik, Unterbringung und so weiter und so weiter. Daraus resultieren die Zielsetzungen, die natürlich im Land Nordrhein-Westfalen stattfinden. Ich will noch, um jetzt abzuschließen, eine 20 Sekunden, schauen Sie, diese Landesregierung ist doch abgewirtschaftet bis zum Letzten. Das sind doch fast schon lahme Wölfe, die man im Grunde mit einem Gummiband mit dem Krampen schon
attackieren könnt. Dann noch die Frage des Professors aus Münster, dessen Namen ich nicht nennen möchte. Von Jäger meinst du? Ja, genau. Ja, wen nicht vorbestraft? Lebe ich noch in Westfalen? Komme aber erkennbar aus Baden-Württemberg, was ich immer wieder betone, weil ich habe es gern, aber ich bin auch gerne in Nordrhein-Westfalen seit 30 Jahren. Okay. Vormitgliedschaften. Vorherige Parteien sind schon. Ja. Ich war mal in der CDU, als Kohl verloren hat. Dachte, jetzt müsste ich das zeigen. Okay, das reicht schon. Oder kommt noch eine andere? Nee, da kommt noch was. Als dann die Frau Merkel die erste große Koalition eingegangen ist, bin ich aus Empörung über das Koalitionspapier wieder ausgetreten. Also nach 6 Jahren. Okay. Auf einem Renner an vielen 171 Stimmen oder 59,4%. Auf Herrn Gellner 100 Stimmen, 34,7%. Enthalten haben sich 6 Personen mit 2,1% und mit Nein gestimmt haben 11 Personen 3,8%. Damit ist Herr Renner gewählt. Herr Renner, ich frage Sie, nehmen Sie die Wahl an? Meine Damen und Herren, dann lassen Sie uns weiter in diesem Geiste machen.